Flamur Schala Fokusstrategie. Wir haben Mittwoch, den 2. März 2022. Es geht weiter mit der Verfassung des Kantons. Ich suche mal Zürich. Also Verfassung des Kantons Zürich. Ist das vom Februar 2005, 27. Februar. Stand am 17. Februar, September 2018. Präambel. Wir, das Volk des Kantons Zürich, in Verantwortung gegenüber der Schöpfung und im Wissen um die Grenzen menschlicher Macht, im gemeinsamen Willen, Freiheit, Recht und Menschenwürde zu schützen und den Kanton Zürich als weltoffenen, wirtschaftlich, kulturell und sozial starken Gliedstaat der Schweizerischen Eidgenossenschaft weiterzuentwickeln, geben uns die folgende Verfassung. Dann fängt das an mit erstens Kapitel Grundlagen. Also erstes Kapitel Grundlagen. Kanton Zürich, Artikel 1. Absatz 1. Der Kanton Zürich ist ein souveräner Stand der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Absatz 2. Er gründet auf der Eigen- und Mitverantwortung seiner Einwohnerinnen und Einwohner. Absatz 3. Die Staatsgewalt beruht auf dem Volk. Sie wird von den Stimmberechtigten und den Behörden ausgeübt. Absatz 4. Der Kanton anerkennt die Selbstständigkeit der Gemeinden. Rechtsstaatliche Grundsätze. Artikel 2 Absatz 1 Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht. Absatz 2. Staatliches Handeln muss im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismäßig sein. Absatz 3. Behörden und Private handeln nach Treu und Glauben. Gewaltenteilung, Artikel 3. Absatz 1. Der Aufbau des Staates und die Ausübung staatlicher Macht beruhen auf dem Grundsatz der Gewaltenteilung. Absatz 2. Niemand darf staatliche Macht unkontrolliert oder unbegrenzt ausüben. Zusammenarbeit, Artikel 4. Der Kanton arbeitet mit den Gemeinden, den anderen Kantonen, dem Bund und in seinem Zuständigkeitsbereich mit dem Ausland zusammen. Subsidiarität. Artikel 5. Absatz 1. Jede Person nimmt Verantwortung für sich selber wahr und trägt nach ihren Kräften zur Bewältigung der Aufgaben in Staat und Gesellschaft bei. Absatz 2.
Der Kanton und die Gemeinden anerkennen die Initiative von Einzelnen und von Organisationen zur Förderung des Gemeinwohls. Sie fördern die Hilfe zur Selbsthilfe. Absatz 3. Sie nehmen Aufgaben von öffentlichem Interesse wahr, soweit Private sie nicht angemessen erfüllen. Nachhaltigkeit, Artikel 6. Absatz 1. Kanton und Gemeinden sorgen für die Erhaltung der Lebensgrundlage. Absatz 2. In Verantwortung für die kommenden Generationen sind sie einer ökologisch, wirtschaftlich und sozial nachhaltigen Entwicklung verpflichtet. Dialog. Artikel 7. Kanton und Gemeinden schaffen günstige Voraussetzungen für den Dialog zwischen den Kulturen, Weltanschauungen und Religionen. Innovation, Artikel 8. Kanton und Gemeinden schaffen günstige Rahmenbedingungen für wirtschaftliche, kulturelle, soziale und ökologische Innovation. Nachher geht es weiter mit dem zweiten Kapitel, Grundrechte.